Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier ganz herzlich bei Cosmic Matrix auf meinem Kanal mit dem Angel Reading, mit dem Wochenreading für die allgemeinen Themen. Leben kann manchmal auch Liebe bei sein, Finanzen. Ja, alles, was dich da beschäftigt. Und wir schauen hier, was die geistige Welt uns da für Hinweise geben mag. Ich war am Wochenende Fortbildung unterwegs und bin jetzt wieder da und ich lerne neue Dinge. Für, ja, auch für euch, wenn ihr wollt. Ich mache dann Yoga-Therapie. Anfang nächsten Jahres werde ich das hier bei mir anbieten. Und ich schreibe das dann auch noch auf die Webseite für euch. Genau, und es ist sehr, sehr spannend. Ja, ihr Lieben, ich erzähle euch erstmal, was ich aufgebaut habe für uns wieder. Und kann schon vorneweg sagen, dass in der zweiten Novemberwoche der nächste Heilkreis stattfindet. Und nächste Woche werde ich da die Themen auch nochmal für euch ermitteln, für uns. Und ich freue mich auch schon wieder drauf. Erstmal die, was ich aufgebaut habe. Hier ist die übergeordnete Botschaft für uns alle. Dann haben wir hier drei Einzelbotschaften. Einmal hier mit dem Botswana-Achat, mit dem, Gott, wie heißt er denn jetzt gleich wieder? fällt mir auch gleich wieder ein. Und hier haben wir den Orangenkalzit. Aquamarin? Nee. Der Name ist gerade entfallen. Genau. Jedenfalls, das sind die drei Auswahlmöglichkeiten, die du für dich hast. Und genau, dann danke ich euch noch für eure Mails und Zuschriften, auch die Feedbacks vom letzten Heilkreis. Vielen Dank. Wer noch Lust hat, nochmal nachgespürt hat, kann mir noch Feedback schicken, wenn du magst. Ich lese mir das immer sehr, sehr gerne durch, wenn du nochmal spürst, was im Nachhinein bei dir so passiert ist. Dann schreib mich einfach gerne an. Ja, dann fangen wir mit diesem Reading an. Und ich habe selbst noch keine Karten gesehen, bin echt auch selber gespannt. Du kannst alle Karten unterm Video finden, in den Informationen unterm Video. Und auch die Links zu mir, zu meiner Arbeit oder wenn du einzeln für dich ein Reading oder eine Energiearbeit oder etwas buchen möchtest, findest du alles unterm Video. Fangen wir an. Wenn du magst, kannst du kurz für einen Moment die Augen schließen und mitmachen. Wenn du sagst, ich habe mich schon entschieden, zack, dann spule ein bisschen vor. Und alle, die sagen, eine ruhige Minute ist gut und einmal durchatmen, dann lade ich dich jetzt gerne herzlich ein, mitzumachen. Wenn du magst, schließ die Augen, setz dich mal ganz aufrecht hin, mach deinen Rücken ganz gerade und lang und versuch mal ganz, ganz tief jetzt einzuatmen, bis der Bauch sich hinausschiebt ein bisschen. Noch ein Stück größer und beim Ausatmen lass die Schultern sinken. Fühl dich wohl, bleib ganz groß. Atme nochmal tief ein. Spür jetzt nochmal bewusst die Erde unter dir. Halt den Atem kurz drin, mach dich noch ein bisschen größer. Und atme aus, bleib ganz groß. Und wenn du magst, spür jetzt nochmal beim nächsten Atemzug zu deinem Herz, atme da nochmal ganz bewusst zum Herz hin. Löse nochmal das alles los, was jetzt gehen darf. Schultern, Anspannung. Fühl dich verbunden mit Himmel und Erde. Und wenn du magst, ruf gerne deine Engel nahe zu dir oder dein Krafttier, einen aufgestiegenen Meister, bitte sie nahe zu kommen. In den Raum und auch dir für die ganze Woche zur Seite zu stehen. Einhörner, Drachenwesen, Naturwesen, wen du magst. Und wenn du sie ganz nah bei dir spürst oder dir vorstellst, sie sind jetzt da, weil die kommen gleich, wenn du dran denkst, dann kannst du nochmal fragen, ob links, Mitte oder rechts deine Karten, rosaner Stein, grünlicher Stein, orangener Stein. Und ich berühre jetzt die Klangschale und du lauschst nach deinen Impulsen, was du wahrnimmst. Ich berühre mal die Schale jetzt. Geht's los. Nimm noch einen sanften Atemzug.
Und dann führe dich ganz wohl und atme aus. Und wenn du bereit bist, öffne die Augen, schau, wo dein Blick hingeht und dann bleib da dabei. Das ist dein Stapel. Und ich fange mal an mit der übergeordneten Botschaft für uns alle. Und zwar die erste Karte, die Blume des Lebens, ist die Karte Achtsamkeit für diese Woche. Achtsamkeit ist sehr wichtig. Ja, auch immer wieder zu spüren, was passiert gerade in mir, was ist los, atme ich noch, spüre ich mich noch. Also vielleicht möchtest du auch ein spezielles Achtsamkeitstraining machen. Manche machen das für sich, das ist so eine Art meditative Haltung im Alltag, lernen einzunehmen. Ja, und das kann sehr gut tun, immer wieder achtsam zu gehen, zu kauen. Ja, sich wahrzunehmen. Es kann dir Frieden und Weite schenken und auch so einen ruhigen Platz in dir kreieren, ja? Hier heißt es nochmal, Achtsamkeit durchströmt mich und fließt aus mir heraus hin zu allem Sein. Ganz schön in dieser Woche. Achte darauf, dass die Achtsamkeit da bleibt in dir. Dann haben wir die zweite Karte, das ist ein Engel für uns. Und hier kommt Engel Raziel. Das ist der Engel, der dich auf deinem spirituellen Wachstumsweg oder Weg begleitet. Und diese Karte heißt Hellsehen. Erzengel Raziel sagt: Ich verhelfe deiner spirituellen Sehfähigkeit zu vollem Erwachen, damit du klar die Liebe Gottes in allem sehen kannst. Wunderschön. Also Achtsamkeit und Hellsichtigkeit und ganz ruhig werden und viel Atmen und sich spüren hat viel, hängt alles miteinander zusammen. Je gelassener man wird, je tiefer man in Meditation reinkommt, umso leichter fällt es dir auch, deine Intuition wahrzunehmen, ganz klar auch zu unterscheiden zwischen, ist das jetzt ein Gedanke oder ist das jetzt eine Intuition, ein Hellwissen, ein Hellspüren, hell riechen. Es gibt so viele Arten, hell zu sehen. Was dir zufliegt. Und dazu brauchst du diesen klaren Geist auch, dass du genau spürst, zum Beispiel, wenn du mit jemandem zusammen bist und der betritt den Raum und du spürst auf einmal so, ups, es wird meine Energie ganz anders, ja, dann nochmals ganz klar zu spüren, sind das jetzt meine Gedanken oder spüre ich jetzt vielleicht, was im anderen vorgeht auf eine andere Art, ja. Also da braucht man so eine innere Ruhe, um das trennen zu können. Und in dieser Woche kannst du auf deinem spirituellen Weg noch mal ein ganzes Stück vorankommen. Und vielleicht hast du hellsichtige Träume, Eingebungen, Wahrnehmungen. Das erweitert sich noch mal. Also sieht so aus, als ob wir hier wieder so an den aufsteigenden Energien sind gerade. Die Aufstiegsenergien für uns gut wirken. Und hier kommt eine Eule. Und die Eule hat hier so eine kleine Ecke raus. Das war von Anfang an so. Mal schauen, welche Eule das ist. Die hat ja, einen guten Hinweis für uns. Und hier heißt es, du heilst immer dich selbst. Such die Antworten nicht im Außen, du findest die Antworten in dir. Die hat hier irgendein Leid, ja, ist ein bisschen verletzt. Und auch durch die Achtsamkeit, durch das Spüren in dir, kannst du natürlich auch deine inneren Ressourcen anzapfen, deine innere Balance wird dann mehr und die Heilkräfte werden auch mehr, wenn du gelassen bist, wenn du ruhig bist. Und was auch sehr spannend ist, solltest du mit Klienten zusammenarbeiten, dass ja immer spannend ist, dass der Klient auch das in sich hat, um sich selber zu heilen, ne? Dass du nicht etwas ihm geben musst, sondern du kannst ihm helfen zu finden, wie er sich selber seine Heilkräfte aktiviert, ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, solltest du mit Menschen arbeiten. Und manches braucht einfach auch ein bisschen Zeit. Und nochmal eine extra Runde Meditation und eine besondere Wahrnehmung einfach für den Heilraum zu schaffen. Ja? Und der Rat hier kann dir auch helfen, was dir besonders gut tut. Ja? Zum Beispiel, welches Chakra braucht nochmal Unterstützung? Was tut dir denn so gut, gerade wenn du spürst, da sind noch innere Themen?
Ja, da kann dir auch der Ratio direkt nochmal Fragen beantworten. Genau, vielleicht begegnen dir in dieser Woche Menschen, die dir was erzählen, die zu dir kommen, die Themen haben, oder es ist vielleicht nochmal etwas in dir. Wichtig ist, du hast das in dir drin, was dir hilft. Das ist in dir. Ja. Dann haben wir noch einen Hinweis von den Delfinen und Meerjungfrauen. Und hier heißt es, ja, deine Intuition stimmt, handle entsprechend. Also deine Intuition wird nochmal klarer werden in dieser Woche. Die wird nochmal besser gehört werden. Also es passt alles super gut zusammen. Deine innere Achtsamkeit, deine Aufmerksamkeit ganz bei dir zu lassen, ist ganz wichtig und sollte deine Intuition sagen, ja, mach jetzt das und das, was weiß ich, Darmreinigung, ich trinke mehr Wasser, schlafe mehr, geh früher ins Bett oder irgendwas in der Art, dann ist das auch das, was dir hilft. Oder mach jetzt eine Engelmeditation oder was auch immer deine Intuition dir denn genau sagt. Das ist für dich wirklich stimmig und deine Intuition wird stärker werden, je mehr du dir dafür Raum und Zeit nimmst. Und auch deine Intuition, wenn du mit Menschen arbeitest, was jetzt vielleicht gerade hilfreich ist für den anderen, auch die wird natürlich klarer. Nicht nur die für dich selbst, sondern auch für andere. Also finde ich super. Es sieht aus, als ob spirituell wieder viel dazukommen darf, klarer wird nochmal und auch, dass Heilung passieren darf in dir. Oder vielleicht spürst du es dann auch in Begegnungen. Jetzt kommen wir mal zum ersten Stapel, wenn du diesen rosanen Stein hast, den Botswana-Achat, kommen wir jetzt zu dir und schauen mal, was deine Infos sind. Deine erste Karte von den Naturgeistern lautet: Das große Ganze sehen, das große Ganze wahrnehmen. Also hier siehst du so die Erde, die hier neu erblüht und diesen Engel, der nochmal so aus dem Weltall auf die Erde schaut. Also das möchte dich hier einladen, diese Karte so ein bisschen Abstand zu nehmen zu dem, was jetzt gerade vielleicht ganz konkret bei dir passiert und nochmal von oben drauf zu schauen. Also auch, das ist auch Meditation und Achtsamkeit, so ein bisschen in die Vogelperspektive zu gehen, drüber zu gehen, entweder nochmal das Globale zu sehen, was auf der Erde gerade passiert, oder dein Leben nochmal wie von oben zu sehen. Und natürlich auch nochmal zu spüren, ja, was hilft mir? Und was hilft mir eher nicht? Und ja, was zieht mir vielleicht auch Energie? Und welche Dinge haben mir denn immer ganz besonders nach vorn geholfen? Und da nochmal, oder auch zu wertschätzen, was dir passiert ist bisher. Und da nochmal einen anderen Blick drauf zu bekommen mit den Engeln. Also du kannst Einsichten bekommen, kannst vielleicht ein Stück weit nochmal loslassen und in die Vergebung gehen. Oder einfach nochmal Zusammenhänge verstehen in dieser Woche. Ja. Dann haben wir noch eine Karte. Die nächste Karte heißt Fülle. Also es kann sein, dass die Geldthemen auch immer wieder, die Fülle-Themen immer wieder eine Rolle spielen. Vielleicht willst du irgendwo investieren. Vielleicht hast du irgendwas vor, was eine Reise oder so, was mehr Geld jetzt auf einmal sozusagen verlangt. Die Karte sagt auch, überleg dir das nochmal, ob das jetzt ein guter Moment ist. Also es kann auch sein, dass das Thema Geld sich durch dein ganzes Leben zieht und das immer wieder dich beschäftigt, dass das überhaupt so ein Lebensthema ist, die Finanzen. Ja, bei einigen kann aber auch sein, dass du da jetzt nochmal eine spezielle Erkenntnis hast, ja. Weil Geld und finanzielle Möglichkeiten haben ja auch mit deinem Wertesystem zu tun, mit deinem, wie viel bist du wert und wie viel fühlst du dich wert oder wie ist dein Selbstwert? Dass das einfach auch nochmal im Fokus rückt diese Woche. Und auch vielleicht dieses, wie viel steht mir zu oder mit wie viel gebe ich mich zufrieden oder mit wie wenig gebe ich mich zufrieden. Das kann sein, dass dich das in dieser Woche einfach beschäftigt, dieses Thema. Und ja, hat auch immer viel mit Erdung zu tun, die Finanzen. Damit hängt es auch arg zusammen. Die Erdung, also die spirituellen Einsichten in den höheren Chakren und die Erdung zugleich, damit das Geld gut fließen kann, ja. Schau mal, was dir da in dieser Woche begegnet. Und vielleicht gibt es auch nochmal Gespräche zum Thema Geld. Oder du hast neue Ideen, neue Eingebungen. Ja? Also Geld ist im Mittelpunkt in dieser Woche bei dir. Und jetzt haben wir hier
so eine Powerfrage. Schauen wir mal, was da für dich kommt. Hier kommt. Wow, schau mal, wie das zusammenpasst. Warum ziehe ich Reichtum wie ein Magnet an? Ist das nicht cool jetzt nach der Schatzkiste kommt diese Karte? Fokussiere dich auf die Fülle. Ganz egal, wie sehr der Mangel noch präsent sein mag. Je mehr du voller Freude auf Reichtum ausgerichtet bist, desto mehr ziehst du ihn magisch an. Wow. Toll. Super Karte. Also tatsächlich auch durch diese Achtsamkeit und Meditation und auch spirituellen Einsichten zu lernen, wie viel darfst du noch umdenken? Wie viel darf noch Fülle denken dazukommen? Und auch immer wieder zu erkennen, wo gehe ich denn in ein Mangeldenken oder in eine Verlustangst hinein? Und das zu merken und wirklich gleich zu stoppen und sich wieder komplett auf die Fülle und auf das Erblühen zu konzentrieren. Ja? Und da kannst du ganz viele neue Türen aufmachen. Jetzt habe ich hier noch eine Karte, wo das innere Kind so ein bisschen mit angesprochen ist oder die Kindheit. Schauen wir mal, was da kommt. Und hier heißt es, deine Engel sind immer mit dir. Also die sind immer bei dir, du darfst sie immer rufen, du darfst sie immer ansprechen. Die sagen dir auch nochmal hiermit, wir sind immer da, auch wenn du uns nicht siehst. Wir sind ganz, ganz nah, auch wenn du dich hier wie das Rehchen ängstlich fühlst und nicht so weißt, wir sind immer da. Also auch der Hinweis nochmal, beziehe deine Engel nochmal mehr mit ein oder auch deine Krafttiere, überhaupt die geistige Welt. Beziehe die nochmal mehr mit ein in dein gesamtes Leben. Und werd dir auch bewusst, dass du da jetzt nicht irgendwie abgeschnitten bist oder allein bist, sondern alles ist miteinander verbunden. Und die Fülle ist auch immer da. Die will zu dir fließen. Also da werden dir in dieser Woche nochmal Dinge klar werden. Und wenn du sagst, ja, ich hatte doch schon mal irgendwann meditiert, das tat mir doch ganz gut, dann fang doch wieder mit an. Wenn du gemerkt hast, eigentlich hat mir das so richtig gut getan, dann beginne das doch wieder. Ja. Und wenn du schaust, wann du dir diese Zeit erübrigen kannst, morgens oder abends, und probier das doch mal eine Woche aus und spür mal richtig rein, ob dir das gut tut, was dann anders ist an einem Tag, wo du tatsächlich ein bisschen meditierst, und was anders ist an einem Tag, wo du nicht meditierst. Und dann wirst du auch Unterschiede feststellen können. Ja? Deine Engel sind immer bei dir und Gott auch. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz schöne Woche voller Fülle, Gedanken und guter Ideen und Heilung. Alles Liebe, und dann kommen wir jetzt hier zu dem, wo mir gerade immer noch nicht der Name einfällt. Das ist auch ein Achat. Kommen wir jetzt zu dir. Deine erste Karte für diese Woche von den Naturgeistern lautet, wow, ist die schön, vertraue deinem Verständnis. Wunderschön, wir haben hier Planeten. Hier so eine Insel und ein Meer und eine Dame, die auch von oben drüber fliegt und alles nochmal von oben sieht, und die nimmt gerade eine Maske ab. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, die hält hier so eine Maske vor sich. Wunderschön, vertraue deinem Verständnis. Also wenn du Einsichten bekommst, wenn du eine Intuition hast, dann ist die auch richtig. Vertraue dir da wirklich selbst. Das wird dir nicht ohne Grund so geschickt. Also vielleicht hast du mit bestimmten Menschen immer so ein Gefühl, ah, das ist doch da so und so, oder das stimmt doch jetzt gar nicht, oder irgendetwas, wo du einfach weißt, das ist nicht genau das, was die Person sagt, das ist, was tatsächlich gelaufen ist, oder du weißt, wo eine Lösung sein könnte für eine Sache, du spürst es einfach in dir, dann vertraue dem und traue dich tatsächlich. Gut, jetzt bin ich wieder da. Denn mein Akku war in der Zwischenzeit leer. Also, ganz wichtig, deine Intuition in dieser Woche vertrauen. Wenn dir Gedanken einkommen, dann werden die dir geschickt, dann sind die wichtig. Und wenn du wirklich meditierst und öfter in dich gehst, dann wird deine Intuition sich noch viel mehr verstärken, wenn das ein bisschen Raum und Übung hat auch. Dann schauen wir mal, was noch kommt für dich. Oh, du hast nochmal Hellsehen. Also bei dir geht es ja wirklich ab diese Woche. Wir hatten ja erst Ratziel und jetzt haben wir nochmal die Karte Hellsehen. Also du wirst tatsächlich nochmal schwingungsmäßig ganz stark angehoben und hast eine gute, gute, tiefe, klare Sicht. Also vertraue, was du wahrnimmst. Und vielleicht denkst du, wenn man einen Engel spürt oder sieht oder irgendwas, dass das auf eine bestimmte Art sein muss, mach dich da frei. Das kann sich ganz unterschiedlich melden. Manchmal ist es nur das Gefühl. Engel sprechen über dein Herz mit dir, über deine Gefühle.
Und manchmal bekommst du spontane innere Bilder oder Sätze oder je nachdem, was bei dir sich gerade öffnen will. Wenn schon was geöffnet ist, wird es noch stärker werden. Und es kann auch sein, dass etwas Neues dazukommt. Ja, also ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der nur hell riecht. Also das ist auch ganz lustig, weil immer wenn Engel präsent sind, dann gibt es einen ganz typischen Geruch für diese Person. Und bei jedem ist das anders, ja. Es kann sich echt nochmal ganz stark für dich öffnen in dieser Woche. Vertraue deinen Eingebungen. Dann haben wir nächste Botschaft für dich. Ha, wie schön. Warum genieße ich die Gegenwart des Göttlichen, das in mir und in allem existiert? Die Verbindung mit der Quelle allen Seins ist eine großartige Kraftquelle für dein Leben. Wunderbare Info. Ganz toll. Das heißt auch, du bist natürlich verbunden und natürlich sind deine Botschaften, die du erhältst, die tauchen nicht einfach irgendwie auf, sondern du bist mit ihm mit allem verbunden. Deswegen, ja, auch du kannst die Botschaften empfangen. Mach dich frei von Dingen, die dich hemmen. Du bist mit dem Himmel, mit allen Ebenen verbunden, wenn du dich darauf innerlich eintunst. Wichtig auch jeden Tag in diese Verbindung nochmal bewusst hineinzugehen, dich zu verbinden mit Himmel und Erde und deinen Engeln jeden Tag oder welchen Kraft hier auch immer, jeden Tag bewusst in diese innere Aufmerksamkeit zu gehen. Und du siehst auch hier, die Person ist auch in Meditation. Also für dich kannst du auch noch mal ganz viele Antworten zusätzlich bekommen und weiterkommen, wenn du das jeden Tag bewusst ein paar Minuten durch einen Atem oder so machst. Und deswegen mache ich das auch immer mit euch hier, weil das so wichtig ist, ja. Dann brauchst du da keine Person im Außen groß fragen, weil du selber die klare Intuition hast und immer mehr verbesserst. Fürs innere Kind haben wir noch eine Karte für dich. Da kommt Family. Also es kann sein, dass ein bestimmter Mensch in der Familie dich derzeit sehr beschäftigt oder auch in der Kindheit stark beschäftigt hat. Ich würde es mal aufs Jetzt beziehen. Es kann sein, dass es eine Person gibt, um die du dir Sorgen machst. In deiner Familie, also vielleicht ist es ein Kind oder irgendeine Person, wo du vielleicht noch mal eure Familienengel anrufst. Ja, jede Familie hat Engel und noch mal bittest, dass sie dieser einen Person speziell helfen. Und du wirst wahrscheinlich auch Intuitionen bekommen, was diese einen Person hilft. Dann lausch darauf. Vielleicht möchtest du da noch mal immer ein Gebet sprechen oder einfach die Engel jeden Tag hinschicken. Und ein bisschen auch da mehr vertrauen und loslassen, dass dann dort sozusagen die Energien und die Hilfe ankommt, wenn diese Person bereit ist, sich zu öffnen. Ja, wir dürfen ja immer Gebete schicken und manche Entwicklungsschritte brauchen Zeit und da gilt es dann auch natürlich zu vertrauen. Wenn du denkst, jetzt habe ich schon so viel gebetet, jetzt geht da nichts weiter, dann gilt es auch zu vertrauen, dass vielleicht dann noch bestimmte Entwicklungsschritte nötig sind. Ja, also Thema Familie in dieser Woche. Entweder bekommst du eine Info, die wichtig ist, damit du Dinge verstehst, die da mit dieser Person zusammenhängen, oder es ist ein ganz altes Familienthema, was du schon lange mit dir herumträgst seit deiner Kindheit, wo sich jetzt noch mal neu ordnet. Wobei mir das jetzt nicht so stark reinkommt. Also ganz toll, wunderbare Zeit für dich. Mach dir Raum für Achtsamkeit und inneres Spüren. Denn da hast du ganz feine Kanäle, die du wirklich benutzen kannst. Okay, alles Liebe für dich. Ich komme jetzt schon zum nächsten. Wenn du den Orangen-Calcit hast, dann bist du jetzt. Die erste Karte für diese Woche ist folgende: die ideale Vorgehensweise. Ja, und auch hier geht es darum, dass du noch mal ganz klar nach innen spürst, was möchtest du? Und was braucht es dafür, damit du diese Dinge umsetzen kannst? Also wenn du dafür irgendwas besorgen musst oder organisieren musst, damit das tatsächlich gelebt werden kann, deine Vision, dann schau, dass du das in die Wege leitest. Also es geht schon ums Handeln, ums praktische Handeln hier auch. Und auch da hier deiner Intuition zu vertrauen, was wird gebraucht, wen rufe ich an, was muss ich da beantragen oder wie gehe ich jetzt da weiter vor, dass du da ganz praktisch denkst, also wirklich in die Richtung deiner Visionen, dich trauen hinzudenken und vielleicht schon erste Schritte zu unternehmen, damit du die Dinge vorbereitest und richtig in die Manifestation bringst. Also es geht schon darum,
nicht nur das Ganze in so einer ätherischen Ebene zu lassen, sondern mit dem Handeln auch zu beginnen und zu überlegen, was ist jetzt der erste Schritt und dir da mal eine kleine Liste zu machen und zu beginnen zu planen und umzusetzen. Dann haben wir für dich folgende Info. Harmonie, also wenn du ganz klar bist und ganz harmonisch bist und immer dafür Sorge trägst, dass deine Energien in einem guten harmonischen Zustand sind, dann wirst du auch sehr klar wissen, was nötig ist zu tun. Also für dich ist ganz wichtig Ausgeglichenheit, Balance. Also die Dame macht hier vielleicht sowas wie Qigong oder Yoga. Und für dich steht eine neue Zeit auch an, wenn du Dinge ins Tun bringst. Das heißt, wenn du anfängst, dich wirklich in die Richtung zu bewegen, ja, wo du von träumst, das ist sehr wichtig, dass du in die Handlung gehst, denn dann bist du auch ein Stück weit zufriedener, als wenn du nur drüber nachdenkst. So, im Hinterkopf. Ja, also du wirst schon spüren, in welche Richtung und was für dich wichtig ist. Lausch dann nach innen. Und nimm auch die Verantwortung, die Dinge dafür tatsächlich zu tun und nicht da zu warten, dass sie einfach vom Himmel fallen. Also die Engel helfen uns ganz arg, die sprechen über unsere Intuition und Eingebung mit uns, aber dass wir hier auf der Erde dann das Formular ausfüllen und dann zu dem Amt gehen oder dahin gehen, das müssen wir mit unserem Körper tatsächlich alles selber machen. Also da reicht pures Beten nicht aus. Da braucht es auch Handlung oder dass man sagt, ja, ich setze mich jetzt hin, ich meditiere oder ich gehe in den Meditationskurs und übe das jetzt. Da braucht es auch dich und deine Handlung. Genau. Also so ein bisschen schon auch in die Aktion gehen, in deine Richtung, was du dir wünschst. Dann haben wir dazu für dich eine Powerfrage für diese Woche. Warum verdiene ich eine Beziehung, die mir Freude bereitet? Nimm jetzt ganz bewusst wahr, was dir an deiner Beziehung gefällt. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Geschenke, die dir vielleicht schon selbstverständlich geworden sind und ehre sie. Ehre sie, die Geschenke. Gut, also vielleicht sind es auch Beziehungsthemen, die in dieser Zeit wichtig sind. Und wenn du da Wünsche hast, dass es da besser wird oder harmonischer, dann ist natürlich auch wichtig, dass du erstmal bei dir anfängst und ja, ein bisschen in die Verantwortung gehst und auch schaust, was läuft denn schon gut und was ist schön. Also ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht möchtest du, dass der andere dies und das tut, aber vielleicht braucht es von deiner Seite auch ein paar Schritte, die es möglich machen, dass die Freude mehr gelebt werden kann. Spür mal rein, vielleicht liegt es ein bisschen am Zeitmanagement, vielleicht irgendwie die Struktur umändern und da auch mal deine Engel bitten, dir auch deine gute Intuition zu schicken. Und manchmal braucht auch das Zeit. Vielleicht ist auch noch mal ein Thema, was heilt, das derzeit wichtig ist. Und schau einfach, was du da brauchst. Aber wenn du die klare innere Intuition hast, das und das zu ändern in diese Richtung, was du dir wünschst, dann nimm auch du wirklich diese Aktionsschritte wahr. Und ich bin mir sicher, du wirst da sehr klar geführt, wenn du den Wunsch hast und dich danach ausrichtest. Und es läuft auch einiges gut. Also schau mal, was gut läuft und richte dich dann auch dahin aus, dass du da die Wertschätzung und die Dankbarkeit dahin schickst. Ja, ist nicht alles schlecht. Also schau nach vorne, da wo du hin möchtest. Und hier für das innere Kind oder die kindlicheren Anteile, oh, die sagen, trinke frisches Wasser. Also trinke genug Wasser und vielleicht hast du nochmal eine Heilquelle, aber überhaupt trinke genug. Schau nochmal, dass du auf deine, ja, deine Literanzahl kommst. Und interessant, hier oben haben wir auch Wasser, ne? Also vielleicht geht es auch nochmal so ein bisschen um Loslassen, um Reinigung. Trinke viel frisches Wasser, das tut dir auf jeden Fall gut, genügend Wasser zu trinken. Also wenn du nicht irgendeine Krankheit hast oder so, dann schon 2 bis 3 Liter. 2 auf jeden Fall wäre gut. Genau, und Kaffee einfach abziehen, das zählt wohl nicht als Getränk. Manche trinken dann 1,5 Liter Kaffee. Genau, das ist, dann trink nochmal wirklich Wasser pur oder Kräutertee. Genau, außer du hast jetzt irgendwas, wo man nicht so viel trinken darf. Ja, alles Liebe, das klingt jetzt hier auch bei dir gut. Ich habe hier bei dir das Gefühl, es geht hauptsächlich darum, für die Freude, wo man hin will, so ein bisschen nochmal die eigene Verantwortung zu nehmen und vielleicht
ja, da auch von deinen Engeln dir noch mal mehr helfen zu lassen, was deine Intuition sagt, was richtig wäre. Und wahrscheinlich kennst du die Antworten schon, weil die schon länger mit dir reden. Und es braucht vielleicht manchmal auch diesen inneren Ruck, dass man sagt, okay, jetzt mache ich es, ich weiß es ja eigentlich. Genau. Und dann spür einfach mal, was dann passiert, wenn du es tatsächlich machst. Okay, ich wünsche euch jetzt allen von allen drei Stapeln eine wunderbare Woche und freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann könnt ihr den Daumen hoch geben. Und wenn die Abonnenten auf 2000 angestiegen sind, dann werde ich auch nochmal ein Reading verlosen. Und oder zwei Readings werde ich verlosen, wenn wir 2000 Abonnenten haben. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere, denn dann werde ich hier noch mal eine Verlosung machen und vielleicht gewinnst du dann ja auch ein Reading bei mir. Genau. Also alles Liebe jetzt, ganz, ganz schöne Woche. Freue mich auf eure Kommentare und danke fürs Zusehen und dann bis zum Liebesreading. Tschüss, Satna.